Sehr geehrte Landtagspräsidentin, verehrte Abgeordnete, zu einem beantrage ich die Durchführung eines zweiten Wahlganges in dieser Sitzung mit dem Kandidaten Willy Mittelstädt zur Wahl des Landtagsvizepräsidenten. Und ich möchte erinnern an das Plädoyer des Fraktionsvorsitzenden Herrn Burgwardt bei der damaligen letzten Wahl zum zweiten Landtagsvize, in dem er unmissverständlich klar gemacht hat, dass es parlamentarische Gepflogenheiten in diesem Hause gibt, an die sich doch bitte auch alle Fraktionen halten sollen, die AfD-Fraktion. Herr Striegel, ich freue mich sehr, Sie zu hören, vor allem da ich der Meinung war, dass Sie noch auf Fahrerflucht sind. Umso schöner, dass Sie heute hier dabei sind. Für das Wahlrecht reicht allein ein Deutschkurs durch einen linken, steuerfinanzierten Integrationsverein, wie zum Beispiel Miteinander, natürlich auch nicht aus. Ja? Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist ebenfalls nicht zielführend in diesem Prozess und auch abzulehnen. Wer unser Wahlrecht in Anspruch nehmen darf, der hat unserem Land gegenüber eine Bringeschuld, das wurde schon mal gesagt, das kann man nur noch mal hervortun. Es wäre Verrat an unserem deutschen Volk, das Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden hereingeholten Antänzer und jeden Ficky-Ficky-Fachkraft hier zu verschenken. Ja? Recht vorsieht, die wenigsten Unternehmen Neugründung Gewerbesteuer bezahlen, sodass man das durchaus als eine zwar wohlklingende, aber in ihrer Gesamtheit wirkungslose Maßnahme bezeichnen darf. Vielen Dank. Herr Präsident, ich würde gerne darauf reagieren. Herr Abgeordneter Dickmann, möchten Sie darauf noch antworten jetzt? Ja, sehr gern. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Knöchel, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder Ihrer Fraktion bereits ein Unternehmen gegründet haben. Bei uns sind es einige. Und ich. Herr Knöchel, mehr Disziplin. Ich weiß, ja, Punkt 2. Ich finde, man kann Russland und Großbritannien auf keinen Fall miteinander vergleichen. Es ist ein Unterschied. Oh, Katastrophe. Es ist ein Unterschied. Ja, Russland ist größer. Das ist natürlich ein wirtschaftliches Argument, ja. Ey, Katastrophe. Es ist ein Unterschied, ob Sie als Staat Russland von der gesamten Welt gegängelt werden und der gesamten Welt in Ihren individuellen Möglichkeiten beschnitten werden oder ob Sie sich einem demokratischen Meinungsbildungsprozess... Herr Striegel! Es ist eine Katastrophe mit Ihnen und es ist unredlich. Es ist wie im Kindergarten. Unglaublich. Es ist ein Unterschied, ob Sie einen demokratischen Prozess selbst instruiert haben und eine demokratische Wahl abgehalten haben. Die Engländer haben selbst darüber entschieden. Wir würden es auch gerne machen, aber sie lassen ja die Deutschen nicht entscheiden. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja, ja. Diskussion und Beschlüsse gegebenenfalls zu fassen. Also grundsätzlich würden wir uns natürlich kritisch mit dieser Sache auseinandersetzen. Wenn jemand IM wäre, müsste man darüber sprechen und müsste dann gegebenenfalls, wenn denn die Umstände dazu passen, die Konsequenzen ziehen. Welche Konsequenzen, Herr Kollege Büttner? Das würden wir denn entscheiden bei der Diskussion darüber. Vielen Dank, Herr Büttner. Ich sehe keine weiteren Nachfragen, aber die Fraktionsvorsitzende Frau Dr. Pehle hat sich zu Wort gemeldet. Entschuldigung. Eine Frage. Achso, zur Debatte. Eine Frage. Fraktionsvorsitzende. Nochmal eine Frage. Also, Frau Präsidentin, wenn ich ganz kurz. Jetzt erstmal, ja. Ich würde keine Frage mehr beantworten wollen. Ich glaube, nee, ist jetzt noch keine Frage. Ach so. Doch, ich wollte doch eine Frage, aber ich kann es ja auch in eine Kurzintervention. Ich denke, ich habe genug Fragen beantwortet. Das hat auch immer so denselben Tenor. Also noch so eine sinnlose Frage, das aber, ist mir einfach Zeitverschwendung. Die Fraktionsvorsitzenden haben vielen Dank. Ich finde das total cool, dass Sie bei so einer wichtigen gesetzlichen Sache verzichten. Ich will Sie auch nicht weiter beim Bingo-Spielen stören. Ich spreche leiser, ne? Damit Sie jetzt wieder weiter demokratisch Bingo spielen können. Bei 6.200 Euro im Monat macht das ja einen Stundenlohn von ungefähr von 37 Euro. Spielen Sie ruhig Bingo. Also die DNS-Merkmale. Ich würde Sie gern fragen wollen, wie sich diese Äußerung mit dem Antrag, den Sie hier vorgebracht haben, verträgt. Oder werden da zwei sehr unterschiedliche politische Konzepte in Ihrer Partei vertreten? Herr Kirchner, bitte. Ja, da ich davon ausgehe, wenn Sie wohl gesagt
meinen, dass er es vielleicht doch nicht gesagt hat. Gut, das höre ich von Ihnen natürlich auch oft, dass Sie sich nicht erinnern können, was Sie so gesagt und getan haben. Da Sie für mich der politische Antideutsche hier in diesem Parlament sind, muss ich Ihnen ganz klar sagen, wir stehen für Recht und Gesetz und wir wollen, dass die deutsche Bevölkerung genauso behandelt wird wie die türkische Bevölkerung und alle anderen Bevölkerungen hier auch. Und der Straftatbestand der Beleidigung ist eben nicht ein Straftatbestand wie bei der Volksverhetzung und hat ein ganz anderes Strafmaß. Und darum muss unser Antrag so formuliert werden und so stehen wir auch dazu. Vielen Dank. Frau Frederking, ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen, wir haben gerade vor geraumer Zeit gesessen und haben uns eigentlich verabredet, dass wir doch überlegen, welches Vokabular wir hier bei uns im... Das macht er aber genauso. Sehr geehrte Kollegin Budde, lassen Sie mich... Frau Budde, ich habe jetzt gerade das Wort genommen und dann lassen Sie mich bitte auch mal ausreden. Ich wiederhole nochmal. Und Frau Budde, ich muss ganz, ganz klar sagen, dass ich Ihren Redebeitrag oder Ihrer Intervention überhaupt nicht folgen konnte. Denn Sie sind es doch, die diktatorische Systeme unterstützen auch heute noch Stasi-Methoden wie bei der Arbeiterwohlfahrt, wo AfD-Mitglieder mit Verlust der Arbeit rechnen können, nur weil sie AfD-Mitglied sind. Da muss ich ganz klar sagen, das sind Stasi-Methoden. Und Ihre Doppelmoral, sich hier hinzustellen... Herr Büttner, ja? Kleinen Moment, ich denke mal, an dieser Stelle sollten wir uns doch sehr zurückhalten und dann auch noch mal die Wortwahl überlegen. Bitte. Ich entschuldige mich. Trotz dessen müssen wir noch kurz über Ihre Doppelmoral sprechen. Hier stellen Sie sich hin und erzählen, wir müssen unbedingt etwas tun und diesen Ausschuss gründen. Und auf Bundesebene ist es doch Heiko Maas, der IM Victoria dazu einstellt oder dazu beauftragt, im Internet die Hasskommentare zu bekämpfen und einzuschätzen. Und da muss ich ganz klar sagen, wer auf Bundesebene Leute wie ehemalige IMs mit solchen sensiblen Aufgaben vertraut, der braucht sich hier nicht hinstellen und davon zu reden, dass wir hier in der Fraktion falsch handeln. Ich danke Ihnen.